Mittwochabend, wir feiern Bergfest in dieser Woche. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, live bei RonTV. Und Basti, feiern ist das Stichwort. Heute beginnen die Schulferien in Baden-Württemberg. Und da geben die Schüler erfahrungsgemäß ordentlich Gas. Ja, gerade die Schüler in Heidelberg und dann auch am allerliebsten wohl auf der Neckarwiese. Gerade die war in den letzten Jahren und auch Monaten prädestiniert für Ausschreitungen oder auch Lärmbelästigungen. Die Polizei hat heute ganz besondere Maßnahmen getroffen. Ob die funktionieren und wie die Lage aktuell auf der Neckarwiese ist, wir schalten gleich live nach Heidelberg. Außerdem ein weiteres neues Kapitel unserer Olympia-Rubrik Mein Weg nach Paris. Wir stellen Ihnen ganz privat Schwimmerin Zoe Vogelmann vor. Sie möchte unbedingt zu Paris 24. Live dazu heute noch bei uns eine junge Dame, die ist schon deutlich weiter. Sie wurde Olympiasiegerin 2004 in Athen mit den Hockeydamen. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, immer mehr Reality-Stars und Promis haben richtig schöne neue weiße Zähne. Das ist ein Trend. Wie das kommt, wie das funktioniert, solche Zähne und ob es da auch ein Gesundheitsrisiko gibt, wir fühlen dem Ganzen heute auf den Zahn. All das und noch mehr heute hier bei Ron. Ganz viel Spaß. Heute startet die schönste Zeit des Jahres. Zumindest, wenn es nach den Schülern in Baden-Württemberg geht, denn heute beginnen die Sommerferien. Ein beliebter Hotspot zum Ferienstart ist da die Neckarwiese in Heidelberg. Dort kam es in den vergangenen Monaten und Jahren aber immer mal wieder zur Eskalation, ging sogar so weit, dass die Wiese geräumt werden musste. Und auf der Neckarwiese in Heidelberg steht meine Kollegin Clara Troschkozi. Clara, wie ist denn die momentane Situation zum Ferienstart? Ja, die Situation ist recht entspannt hier. Ich glaube, das Wetter hat den Einsatzkräften auf jeden Fall in die Karten gespielt. Man sieht hinter mir, es hat gerade noch geregnet. Da ist gerade niemand auf der Wiese. Trotzdem habe ich mit drei Schülern geredet. Die haben mir erzählt, dass sie hoffen, dass heute noch eine Party hier zustande kommt. Die hatten auch schon drei Bier dabei. Hier unter der Brücke sitzen auch gerade schon ein paar Jugendliche. Genau, ja. Und die Polizei ist natürlich auch mit vielen Einsatzkräften hier vor Ort. Und sind auf jeden Fall auf alles, auf einen hohen Andrang vorbereitet. Herr Knapp von der Polizei Mannheim, was haben Sie denn heute erwartet oder was erwarten Sie heute? Ja, wir haben den letzten Schultag, Ferienbeginn, für viele Schülerinnen und Schüler das Ende der Schulzeit. Erfahrungsgemäß wird hier auf der Neckarwiese in Heidelberg gefeiert. Von daher ist unser Ziel, Störungen zu vermeiden und eben zwischen möglicherweise gestörten Anwohnern und feiernden Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Ja, wie wollen Sie denn diese Störungen vermeiden? Was für Sicherheitsvorkehrungen haben Sie getroffen? Wir sind als Polizei mit einer zweistelligen Anzahl an Einsatzkräften hier im Einsatz. Unser Ziel ist es vorrangig, in die Kommunikation einzutreten, zwischen den Feiernden und Anwohnern und anderen Personen zu vermitteln, für die gegenseitigen Interessen zu sensibilisieren. Wir machen das in enger Kooperation mit der Stadt Heidelberg, die mit dem Ordnungsdienst und den Night Coaches auch eben hier vor Ort ist. Ja, Sie sind ja jetzt seit heute Mittag schon vor Ort hier. Was haben Sie denn schon erlebt? Wie ist der Tag bisher gelaufen? Ja, tatsächlich aufgrund des Wetters haben wir kaum Schülerinnen und Schüler, die hier mal sondieren und schauen, ob man denn feiern kann. Die letzte Stunde haben wir jetzt etwas Zulauf, einige wenige Personen, die schauen, ob sich die Möglichkeit ergibt. Jetzt schauen wir aufgrund des Wetters, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Ja, Herr Knapp, vielen Dank für das Gespräch. Die Stadt Heidelberg, die hat übrigens an 140 Schulen in Heidelberg und der Rhein-Neckar-Region geschrieben und Sie gebeten, die Schüler zu informieren, dass heute Kontrollen stattfinden und sie sich angemessen verhalten. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das heute hier weiterhin so friedlich verläuft wie bisher. Dann drücken wir auch hier aus dem Studio die Daumen, dass ein entspannter Ferienstart für alle Parteien wird. Vielen Dank, Clara, nach Heidelberg. Ja, also ein besonderer Tag dann heute für die Schüler, aber auch ein besonderer Tag für alle Sportler in der Region, aber auch darüber hinaus. Denn genau exakt in einem Jahr beginnen die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Und für unsere Rubrik Mein Weg nach Paris hat mein Kollege Francesco Romano die Heidelberger Schwimmerin Zoe Vogelmann getroffen. Jeder erfolgreiche Weg beginnt mit einem starken Partner. Mein Weg nach Paris wird Ihnen präsentiert von der BB Bank. Wenn man ihre Erfolge aufs Papier bringen würde, dann müsste man vermutlich das ganze Internet ausdrucken. Wir treffen Zoe Vogelmann, 19 Jahre alt, Schwimmerin aus Heidelberg. Und wie sie tickt, das erzählt sie uns jetzt selbst.
Wir treffen Zoe Vogelmann am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg, Zoes Trainingsort. Hallo Zoe, schön dich kennenzulernen. Ja, ganz herzlich, danke. Hallo. Wir haben uns vorhin auf das Du geeinigt, deswegen die Frage, Zoe, Olympiastützpunkt, Metropolregion Rhein-Neckar, wie viel Zeit verbringst du hier? Ich glaube, Trainingsstunden habe ich so 23 ungefähr in der Woche, plus Physio und Anfahrten und hier sein und dort. Ich glaube, es sind dann schon so 25, 26 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, die ich pro Woche hier Zeit verbringe. Also es ist ganz schön lange, über den Tag. Dann würde ich sagen, zeig uns doch mal, wo genau du trainierst. Sehr, sehr gerne. Komm mit. Zoe führt uns in ihr Heiligtum, die Schwimmhalle. Deine Halle, dein zweites Zuhause. Mich interessiert ganz doll, du bist im Wasser, du ziehst deine Bahn. Was geht einem da durch den Kopf? Im besten Fall so Gedanken wie Freiheit und Frieden. Ich glaube, das ist das, wo ich am meisten aufgehe in meiner Persönlichkeit und wer ich bin. Und das sind einfach oftmals Gedanken, wenn es gut läuft, von wirklicher Freude. Also es ist einfach mehr Gefühle und Emotionen und weniger Gedanken. Dass im Schwimmbecken der Spaß aber auch nicht zu kurz kommen darf, ist Zoe in ihrem Trainingsalltag, wie man hier sieht, ganz wichtig. Normalerweise nehmen wir so einen IKEA, also so einen Becher und machen damit technische Übungen. Aber ich hab's schon gern immer mal witzig, sonst ist es ja langweilig. Zoes Weg nach Paris, zu Olympia, führt uns unumgänglich auch in den Kraftraum. Hier legt die 19-Jährige ihre Grundlage für den Erfolg in den Wettkämpfen. Die Grundlage für eine Medaille, die ohne die Unterstützung ihrer Familie nie möglich gewesen wäre. Meine Eltern haben mich von klein auf jeden Tag hierher gefahren, als wir noch nicht in Heidelberg gewohnt haben. Die haben ihr ganzes Leben nach dem Sport von mir und auch meiner Schwester ausgerichtet und uns unterstützt, wo wir konnten, auf Wettkämpfen, in Trainingslagern, sowohl finanziell, aber auch als Menschen. Sie haben mich jederzeit aufgefangen, auch nachdem ich die Olympia-Qualifikation zu 21 knapp verpasst habe, auch nach anderen Niederlagen. Ich glaube, Familie ist so das Stärkste, was es gibt, was einem so viel Rückhalt gibt. Unser Treffen wird privater. Wir gehen in die Cafeteria, ein wichtiger Ort für Zoe im Olympiastützpunkt. Ein Ort fernab der Schwimmhalle und des Kraftraums, der nichts mit ihrem Sport zu tun hat. Ein Ort, an dem Zoe einfach sie selbst sein kann. Du hast ganz früh, ganz jung, ganz viele Erfolge gefeiert. Was macht das mit dir? Was hat das mit dir gemacht? Ich glaube, es hat einen ziemlich schnell erwachsen gemacht, würde ich sagen, im Nachhinein. Ich glaube, man wird sehr schnell mit vielen Dingen konfrontiert in einem sehr jungen Alter. Also ich bin mit 15 erstes Mal deutsche Meisterin geworden. Dann kommen Medien, Presse, Erwartungen und Druck kommen dazu. Druck und Erwartungen, die der 19-jährigen Schwimmerin mit der Zeit zu viel werden. Und da gab es in den letzten Monaten, das hast du mir im Vorgespräch verraten, auch einen Punkt, an dem du gesagt hast, hier ist jetzt Schluss. Ja, das war dann ziemlich genau um mein Abitur rum mit den Qualifikationswettkämpfen für die WM und EM dieses Jahr, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin völlig leer im Körper. Mein Körper hat keine Energie mehr, mein Geist, meine Psyche hat keine Kraft mehr. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, hier stopp und nicht weiter, meine Gesundheit geht vor. Nicht nur eine Pause verordnet sich Zoe, sondern auch einen Tapetenwechsel. Die Heidelbergerin zieht in die USA, geht an ein College, um sich sportlich wieder zurückzukämpfen. Aber den Kampf bin ich bereit zu gehen für das, was ich liebe und machen möchte. Und ich freue mich auf diese spannende neue Reise, die wir selbstverständlich auch begleiten werden. Der Schlüssel zum Erfolg ist Teamwork. Die BB Bank präsentierte Ihnen Mein Weg nach Paris. Noch ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen und bei uns ist die Olympiasiegerin und gebürtige Mannheimerin Fanny Rinne. Löst das bei Ihnen als ehemalige Athletin auch ein besonderes Gefühl aus, wenn das jetzt so auf die Spiele zugeht? So einen Beitrag von Zoe zu sehen? Ja und nein. Also der OSP ist auch mein Arbeitsplatz und ich betreue Athleten, die jetzt auf dem Weg sind. Und meine eigene Karriere liegt jetzt schon so lange zurück, dass ich zwei Erinnerungen an Olympia habe. Also wenn ich Olympia gucke, nächstes Jahr, dann ist es wieder da. Jetzt bei so einem Beitrag ist das irgendwie noch alles ziemlich weit weg. Sie haben 2004 mit der Hockey-Nationalmannschaft die Goldmedaille in Athen gewonnen. Sie haben uns auch Ihr Goldstück mitgebracht. Hat die einen besonderen Platz zu Hause? Nee, also besonders würde ich den nicht nennen. Nee, die liegt im Regal und kann rausgeholt werden. Manche haben den auch im Safe oder in der Bank. Finde ich ein bisschen schade, weil dann hat man irgendwie nichts davon. Ist dann doch schon vielleicht einige Jahre her. Ja. Nehmen Sie uns mal mit zu den Olympischen Spielen. Ist ja für so einen Normalsterblichen schwer zu begreifen. Das heißt, immer ist ein besonderer Geist, ein besonderer Flair in diesem olympischen Dorf. Wie würden Sie das beschreiben? Ich würde es genauso sagen, dass Olympia durchaus was sehr Besonderes ist. Es ist nicht nur eine Sportart, wo man sich trifft, also eine EM oder WM in einer eigenen Sportart ist was Tolles, aber Olympia toppt das Ganze, weil es schon
Werte vereint, die Coubertin damals, also vor über 100 Jahren, ja auch festgeschrieben hat. Also es geht tatsächlich auch um Völkerverständigung, um alle Kontinente, die auch in den Ringen symbolisch vereint sind. Es geht um ein Miteinander, um faires. Ja, klar kommt auch immer wieder Doping und unfaire Mittel. Das ist leider überall immer so. Aber trotzdem, bei Olympia spürt man dieses Miteinander und den respektvollen Umgang. Und das merkt man besonders im Dorf, aber auch in der ganzen Stadt, an dem Ort, wo das stattfindet. Und ich hatte das Glück, viermal dabei sein zu dürfen. Das ist jedes Mal anders. Jedes Spiel hat mir einen eigenen Reiz, aber diesen Spirit und dieses ganzen Erdball vereinende hat es jedes Mal. Sie haben es gesagt, Sie waren insgesamt viermal dabei, gekrönt dann wahrscheinlich mit dem 2:1-Sieg gegen die Niederlande 2004 und dem Hockey-Gold. Wenn Sie sagen, unabhängig von der Goldmedaille, gibt es da so einen besonderen Moment oder besondere Momente, die Sie herausheben können? Es ist wirklich das Gefühl, also das erste Mal im Olympischen Dorf gewesen zu sein, das war in Sydney, war was Besonderes und das miterleben zu dürfen, also da hatte ich Gänsehaut. Bei den Hockeyspielen selbst, da merkt man es eigentlich fast am wenigsten klar dann irgendwie am Ende und da hatte ich sehr das Gefühl, dass ich in einem Film mitspiele oder der abläuft und man selbst ihn mitbestimmen kann. Es war auch so ein bisschen unwirklich. Das konnte ich lange nicht begreifen. Aber an sich ist es einfach eine Atmosphäre, die man sich sonst überall nicht so vorstellen kann. Also es hat wirklich einen besonderen Reiz. Jetzt sind Sie ehemalige Hockeyspielerin, dann müssen wir natürlich auch noch über die Erwartungen und Einschätzungen Ihrerseits, über die Hockey-Nationalmannschaften der Frauen und Männer sprechen. Was trauen Sie denen im kommenden Jahr zu? Hockey ist eine Olympiasportart und auch gerade das deutsche Hockey. Eigentlich sind wir immer qualifiziert mit beiden Geschlechtern. Das wird dieses Mal auch so sein. Ich glaube, dass beide auch wieder relativ weit kommen können, also dass sie die Vorrunde überstehen. Vor zwei Jahren muss man ja sagen, 21 waren ja die letzten, wegen der Verschiebung konnten beide Bronze holen. Ich würde mir wünschen, dass es wieder zwei Medaillen gibt. Das ist theoretisch schon auch drin und ich hoffe, dass es so weit geht für beide. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Frau Renne, vielen Dank für den Besuch. Wir freuen uns auf die Olympischen Spiele 2024. Vielen Dank. Und was heute sonst noch Wichtiges in der Region passiert ist, das hat Lydia gleich für Sie zusammengefasst. Urteil gefallen. Vor dem Landgericht in Mannheim ist heute ein Urteil gegen einen 24-Jährigen gefallen. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, seiner 17 Monate alten Tochter Antidepressiva in die Milch gemischt zu haben. Das Gericht verurteilte den Kindsvater wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 7 Jahren und 6 Monaten Haft. Er galt zur Tatzeit als voll schuldfähig. Die Urteilsverkündung verlief zunächst recht ruhig und sachlich. Der Angeklagte machte einen gefassten Eindruck. Bei der Verkündung seiner Strafe wirkte er dann doch deutlich getroffener, wischte sich über die Stirn und starrte für den Rest der Sitzung auf den Tisch. Die Mutter des verstorbenen Kindes durchbohrte den Angeklagten permanent mit einem sehr wütenden Blick. Gegen Ende der Sitzung schossen ihr dann auch die Tränen in die Augen und als sie den Gerichtssaal verließ, brach sie in Tränen aus. Das geschädigte Kleinkind verstarb an den Folgen der Vergiftung. Die Eltern des Kindes leben seit geraumer Zeit getrennt und haben noch einen gemeinsamen Sohn. Lohn trotz Ferien. Gute Nachrichten zum Ferienstart in Baden-Württemberg. Zum ersten Mal werden befristet angestellte Lehrkräfte im Land auch über die Sommerferien entlohnt. Das hat die Landesregierung nun bekannt gegeben. Ein Vorteil für knapp 3.700 befristet angestellte Lehrer. In den Jahren zuvor mussten sich diese über die Ferien als arbeitslos melden, selbst wenn sie im Herbst wieder eingestellt werden. Die Gewerkschaft GEW bezeichnet das als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Reaktion auf Automatensprengung. Die Sparkasse Südpfalz hat vorübergehend den Betrieb von 8 Geldautomaten eingestellt. Grund: Zuletzt häuften sich die Geldautomatensprengungen in der Region. Erst am vergangenen Montag war ein Automat in Herxheim betroffen. Jetzt soll die Sicherheit der Geräte verbessert werden. Die betroffenen Geldautomaten befinden sich zum Beispiel in Bad Bergzabern, Landau oder auch in Germersheim. Die Aufrüstung soll 8 bis 12 Wochen dauern. Bei vielen von uns liegt sie schon sehr lange zurück.
für andere steht sie noch an. Die Rede ist von der Fahrprüfung. Ich habe damals die Fahrschule besucht, die in der Nähe meines Wohnorts war und auf der oder in der auch meine Freunde waren. Doch diese Kriterien ziehen bei der heutigen Generation nicht mehr so ganz. Denn besonders die Fahranfänger aus der Region wollen einfach nur nach Heidelberg. Denn in Heidelberg hat Lukas Chan seine Fahrschule. Er ist kein klassischer Fahrlehrer, sondern auch ein richtiger Social-Media-Star. Mit seinen 32,7 Millionen Likes auf TikTok und 117.000 Followern auf Instagram sieht er die Fahrschüler förmlich an. Vom Beifahrersitz aus filmt er nämlich witzige und lehrreiche Ereignisse aus seinem Berufsalltag. Seit 2022 stellt er seine Videos ins Netz, die einen Mix aus Comedy und Prüfungswissen beinhalten. Und in den nächsten Tagen veröffentlicht er dann auch sein erstes Buch. Sicher zum Führerschein mit Fahrlehrer Lukas wird es heißen. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns im Studio ist. Lukas, wie kam die Idee, die Inhalte während der Fahrstunden ins Netz zu stellen? Und zwar kam das eigentlich alles ganz ungeplant. Letztes Jahr, im Januar, fing das alles an. Meine Fahrschüler haben gesagt, ey Lukas, die Sachen, die du hier machst im Auto, sollen auch andere sehen. Dann habe ich mir überlegt, okay, wo kann man diese Sachen hochladen? Habe das Ganze dann über TikTok, das war damals so gehypt, habe ich das alles hochgeladen, damit es auch andere Leute sehen und damit die sehen, wie dieser Beruf Fahrlehrer überhaupt ist. Genau. Hype ist ein gutes Stichwort. Es gibt Videos von ihm im Internet. Da werden Autogramme während der Fahrt verlangt. Sie sagen in einem Video, überwiegend junge Mädels schmeißen sich sogar sprichwörtlich vor das Auto, damit sie anhalten. Wie gehen Sie mit diesem Hype um? Also Stand jetzt ist es relativ cool. Also ich sehe, dass die Videos gut ankommen, dass die Leute das auch angucken. Was mich auch manchmal wundert, ist, dass es nicht ungefähr das Alter entspricht, was eigentlich heutzutage die jungen Menschen für den Führerschein Alter haben, sondern dass es auch Jüngere sind oder auch Ältere. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, der ist 12, 13 Jahre und sagt, ey, coole Videos, dann denke ich mir, okay, cool, komm gut an. Oder auch jetzt mal zum Beispiel Ältere, wie zum Beispiel 50-Jährige, schon mal an der Tankstelle, ah, du bist doch der, der die Videos hochlädt von der Fahrschule. Ich so, okay, cool, sehen auch Ältere und einfach cool, dass alles ankommt. Jetzt sind Sie ja überwiegend in den sozialen Medien unterwegs, Ihre Zielgruppe ist das auch. Warum haben Sie sich trotz allem entschieden, ein Buch zu schreiben? Ja, und zwar irgendwann habe ich mir gedacht, ey, diese ganzen Videos, das ist alles schön und gut, aber ich will versuchen, noch mehr Leute zu erreichen. Dann habe ich mir gedacht, okay, was gibt's für Medien? Dann kam irgendwann die Idee mit einem Freund von mir, warum veröffentlichen wir nicht ein Buch, wo ein roter Leitfaden ist von Anfang bis zum Ende, das die Schüler unterstützt, den Weg zum Führerschein, weil heute ist ja der Führerschein mit sehr viel Kosten verbunden, sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit. Dann haben wir uns gedacht, die ganzen Informationen, die ich von meiner Community bis jetzt bekommen habe, die ganzen Fragen, die ganzen Schwierigkeiten, habe ich dann versucht, in diesem Buch einzupacken, damit die einen roten Faden haben, von Beginn bis zum Ende, letzten Tag der Führerscheinprüfung, einen Begleiter zu haben und den man immer stetig in die Hand nehmen kann und ja, einfach den Leuten zu helfen, durch die Prüfung zu kommen. Dann wünschen wir allen Fahranfängern mit dem Buch alles Gute und Ihnen weiterhin viele sichere und ereignisreiche Fahrstunden mit Ihren Fahranfängern. Lukas, vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. So, wir fahren kurz rechts ran, machen eine kleine Unterbrechung und danach kümmern wir uns um knallweise Zähne. Bis gleich nach der Werbung. Wir sind zurück bei Ron. Jetzt geht's um die hier, unsere Szene. Unter Promis und Influencern gibt es da ja momentan einen richtigen Trend, und zwar der übertrieben weißen Szene. Mark Robin, Reality-Star aus der Pfalz, hat sich auch ein echtes Hollywood-Lächeln machen lassen. Wie das genau funktioniert und was seine Fans dazu sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Diese Szene fallen auf. Reality-Star Mark Robin aus Jokre im Landkreis Germersheim hat sich seinen Traum von einer knallweißen Kauleiste erfüllt. Also für die Methode, die ich jetzt habe, ist das der weißeste Weißton und ich hätte es auch noch weißer gemacht. Sie sind aber nicht nur weißer, sondern auch gerader und dicker als seine natürlichen Zähne. Grund dafür eine spezielle Technik. So, und dann wird Zahn für Zahn gemacht
Und ja, ganz ohne Schleifen halt, nur mit dieser Spange ein bisschen Material aufgefüllt. Das ging unten jetzt leider noch nicht, da die Zähne zu krumm waren. Prominente wie Miley Cyrus, Zac Efron und Natalie Volk machen es vor. Und Achtung, wenn sie zart beseitet sind, besser weggucken. Katy Price hat sich für das perfekte Lächeln sogar ihre eigenen Zähne abschleifen lassen. Auf die abgeschliffenen Zähne kommen Keramikschalen, auch Veneers genannt, und fertig ist das Strahlelächeln. Die Fans von Reality-Star Mark Robin aus der Pfalz finden seine neuen weißen Zähne nicht schön. Entweder mag man es oder man hasst es, so ein Zwischending gibt es nicht. Ich meine, es ist halt auch schon übertrieben irgendwo, ne? Es ist halt sehr weiß. Wenigstens einer, der es zugibt. Zu weiße Zähne sind vielleicht bei Promis gerade angesagt, aber dafür auf die eigenen Zähne zu verzichten, ist teuer und hält nicht mal für die Ewigkeit. Wir vertiefen das Thema mit dem Mannheimer Zahnarzt Dr. Florian Neumeier. Ein Trend der Promis und Influencer, oder merken Sie das auch bei Ihnen in der Praxis? Nee, wir merken das auch schon bei uns in der Praxis, wobei ich sagen muss, dass Veneers jetzt nicht erst in den letzten Jahren gemacht werden, sondern schon seit vielen Jahrzehnten. Was der Trend eher ist, sind die offensiven hellen Farben. Das hat man in der Vergangenheit so nicht gehabt, sondern früher war es eher so, dass man möglichst natürliche Zahnfarben genommen hat. Und für meinen Geschmack ist das auch heute noch eher das, was man machen sollte, wenn man Veneers macht. Ich versuche die Patienten auch immer zu bremsen und vor sich selbst zu schützen, dass sie sich nicht selber zur Karikatur machen am Ende. Wie funktioniert denn das genau? Also wie werden diese Zähne aufgehellt? Naja, aufhellen ist eine Sache. Das wäre dann das klassische Bleaching, dass man eben die natürlichen Zähne mit Bleichmitteln bleicht. Da kriegt man aber solche Farben, wie wir es jetzt hier gesehen haben, realistisch nicht hin. Sondern da muss man dann wirklich mit Veneers arbeiten. Das sind hauchdünne Keramikschälchen, die man mittlerweile mit Hochleistungskeramiken mit einer Dicke von 0,3 mm herstellen kann. Das heißt, man muss Zähne nicht wirklich abschleifen, sondern nur leicht beschleifen, oder leicht anschleifen, dass man eine Klebefläche hat, und kann dann leicht Formkorrekturen noch machen, und die werden dann heutzutage aus Keramikblöcken gefräst, also es wird auch kein Abdruck mehr gemacht, sondern man scannt das ein mit einer 3D-Kamera, hat dann ein Modell im Computer, kann das Design machen, mit dem Patienten besprechen, gegebenenfalls noch korrigieren und fräst dann diese Veneers, diese Keramikschälchen aus Keramikblöcken in der entsprechenden Farbe und verklebt die dann auf den Zähnen. Und das kann man sogar an einem Tag durchziehen. Also wenn ein Patient morgens um 8 kommt, geht er nachmittags um 16, 17 Uhr mit fertigen Zähnen aus der Praxis. Also eine Tagesaufgabe. Jetzt haben wir die Prominenten, haben wir eben gesehen, eine entsprechende Reichweite und finden da auch vielleicht den einen oder anderen Nachahmer. Sind denn auch irgendwelche Risiken mit so einem Eingriff verbunden? Nein, Risiken nicht, wenn das professionell gemacht wird. Und das ist in Deutschland in der Zahnmedizin überall der Fall. Dann gibt es da keine Risiken, beziehungsweise wenn welche da wären, würde man die im Vorfeld abklären. Man muss sich halt nur darüber im Klaren sein, wenn man Veneers macht, dann hat man die ein Leben lang. Also es ist nicht so, dass man die mal drauf machen kann und sagt sich dann, es quält mir jetzt nicht mehr, ich will die wieder runter haben. Dadurch, dass die Zähne leicht angeschliffen sind, wird man immer mit Veneers danach leben müssen. Ja. Die halten für die Ewigkeit, aber wie wir es eben im Beitrag gesehen haben, da halten diese eben nicht für die Ewigkeit. Gibt es da dann einen Weg zurück oder muss man das immer wieder auffrischen lassen? Für die Ewigkeit hält gar nichts, aber man muss ehrlich sagen, ich habe Veneers teilweise vor 20 Jahren gemacht, die sind heute noch drin. Das kommt immer darauf an, wie man das pflegt, wie man damit umgeht, aber das kann sehr, sehr lange halten auch. Ja. Also wenn man sich gut drum kümmert, ist es eine wirklich sehr, sehr lange Sache. Also ein spannendes Thema. Herr Neumeier, vielen Dank für die Expertise. Wir werden das weiter verfolgen. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, von strahlend weißen Zähnen zu strahlendem Sonnenschein, na, so viel leider nicht. Das sieht in den kommenden Tagen nicht so gut aus. Hier kommen die Wetteraussichten. Einsteigen und wohlfühlen. Der Skoda Enyaq Coupé. Die Autowelt Ebert präsentiert Ihnen das Wetter. Nach schönem Ausflugswetter sieht es aktuell nicht aus. Die Natur freut sich dafür aber umso mehr über viel kühles Nass. Bis zum Abend zieht am Donnerstag immer wieder Regen übers Land. Dazu bleibt es den Tag über stark bewölkt und im Bergland liegen die Höchstwerte unter 20 Grad. In den anderen Regionen schaffen es die Temperaturen aber auch mal knapp über die 20 Grad. Am Freitag wird es spürbar wärmer mit Höchstwerten bis 25 Grad. Dabei starten wir
erneut nass. Den restlichen Tag begleiten uns häufig Regenschauer. Der Samstag beginnt vormittags gewittrig und auch der Sonntag zeigt sich anfangs durchwachsen und später mit etwas mehr Sonne bei bis zu 24 Grad. Ein Ebert, ein Wort. Nach schönem Ausflugswetter sieht es aktuell nicht aus. Die Natur freut sich dafür. Ja, noch gut 2 Stunden, dann heißt es in Mannheim, Basti, Aufschlag, Faustball-WM-Viertelfinale. Du warst schon mal da vor Ort? Ich war da am Wochenende. Wie ist es? Stark. Also echtes Spektakel, Faustball, muss ich sagen. Ich war beim Eröffnungsspiel Deutschland-Namibia. Lohnt sich echt anzugucken, wenn Sie jetzt noch sagen, Mensch, 2 Stunden, was mache ich denn heute Abend? Wetter hat vielleicht aufgehört zu regnen. Gibt noch Karten. Gerne vorbeischauen. Und mein Tipp, Deutschland-Chile, ich habe mich ein bisschen umgehört unter den Kollegen, der unser Moritz Voss sagt zum Beispiel, es wird ein glattes 3-0, das wird eine ganz sichere Kiste, schließe ich mich an. Ja, Deutschland ist ja auch der große Favorit. Also der Titel, so sagen auch die Experten, mit denen ich da gesprochen habe, der geht auch nur über Deutschland. Deswegen schließen wir uns der Meinung einfach mal an, so am Dienstagabend. Hätten wir eine WM zu feiern bei uns. Am Samstag dann Finale, richtig? Finale in der SAP-Arena, was ganz Neues. Freuen wir uns drauf. Sind wir bestimmt mit dabei. Genau. Und wir freuen uns auch, wenn Sie morgen wieder einschalten, sind wir wieder für Sie da. Vielen Dank. Schönen Abend. Schönen Feierabend. Danke fürs Zuschauen. Jetzt aber.